Okay, lassen Sie uns Geld verdienen. In dieser einfachen Vorführung werde ich Ihnen zeigen, wie ich insgesamt 593 Dollar in weniger als einer Stunde verdient habe. Das System ist einfach zu verwenden. Es besteht aus nur drei kurzen Schritten und wird Ihnen helfen, täglich mehrere hundert Dollar zu verdienen. Ich zeige Ihnen nun die exakte Methode, die ich verwende, und Sie werden in der Lage sein, dasselbe zu tun. Also, was ist das für eine Methode? Und wie funktioniert sie? Es handelt sich um ein Trading-System, das auf binären Optionen basiert. Binäre Optionen sind einfach zu verstehen und zu verwenden, denn alles, was Sie brauchen, ist die Entscheidung, ob eine Aktie steigt oder fällt. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schließt Ihre Position automatisch und wenn Sie mit Ihrer Entscheidung richtig lagen, liegt Ihr Profit bei 170 bis 190%. Doch woher wissen Sie, welche Option Sie wählen müssen? Wir werden eine einfache Methode benutzen, die bei Profis grafische Trendanalyse genannt wird. Da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Graph eines Wertes seine gegenwärtige Richtung beibehält, anstatt diese zu ändern, können wir den Graph analysieren und den Trend erkennen. Es gibt drei Arten von Trends. Der Aufwärtstrend, der Abwärtstrend und der gleichbleibende Trend. Und jetzt werde ich Ihnen demonstrieren, wie Sie diese Trends nutzen können, um Geld zu verdienen. Ich werde mich jetzt in meinen Account auf der binären Broker-Plattform einloggen und Ihnen genau zeigen, wie es funktioniert, Schritt für Schritt. Das System funktioniert mit jeder binären Broker-Plattform, die am Ende der Seite empfohlen wird. Wie Sie sehen können, habe ich in diesem Account 14.000 Dollar. Als ich ihn vor 2 Monaten eröffnet habe, hatte ich nur 500 Dollar. Nun lassen Sie uns sehen, wie das System, das dieses Wachstum ermöglicht hat, wirklich funktioniert. In der binären Plattform gibt es viele Posten, aus denen Sie wählen können: Aktien, Währungen, Indizes und Güter. Sobald Sie Ihren Wert, mit dem Sie handeln wollen, gewählt haben, müssen Sie die zukünftige Entwicklung auswählen. Die Richtung des Graphs kann entweder steigen oder fallen, also wählen Sie up oder down. Ich werde jetzt einige Trades durchführen, wobei ich die Methode der Trendbeobachtung nutze und Sie können dabei erkennen, wie ich mit binären Optionen Geld verdiene. Auf der Seite finden Sie unter dem Video diesen Link, der uns zu den Echtzeit-Kursgrafiken führt. Sobald Sie drauf geklickt haben, öffnet sich eine neue Seite mit den Kursgrafiken. Das Laden der Seite kann bis zu 1,5 Minuten dauern, da sie sämtliche Grafiken enthält, die Sie benötigen. Nun werden wir in diesen Grafiken Trends identifizieren, um dann in der binären Plattform zu traden. Zunächst einmal fangen wir mit den Währungen an. Hier haben wir unser erstes Währungspaar, der US-Dollar gegen den japanischen Yen. Und wie Sie klar erkennen können, ist diese Grafik sehr, sehr positiv, da wir sehen, dass der Graph von dem Punkt links unten bis zum Punkt rechts oben geht. So können wir erkennen, dass es sich um eine aufwärts gerichtete Trendlinie handelt. Sobald wir zu dieser Erkenntnis gelangt sind, gehen wir zurück zur Plattform. Dort wählen wir das Währungspaar US-Dollar japanischer Yen aus, wählen unsere Ablaufzeit, ich klicke auf 10 Uhr, und da die Trendlinie nach oben geht, wählen wir ab. Dann geben wir 100 Dollar ein, dann noch diesen Wert zuweisen und das Ganze bestätigen, und sobald wir dieses Fenster sehen, sind wir fertig. Dann gehen wir zurück zu den Graphen und machen weiter mit dem Währungspaar Euro und Yen. Dieser Graph geht von diesem Punkt hier unten den ganzen Weg hoch bis zu diesem Punkt. Somit ist es eine positive aufwärts verlaufende Trendlinie. Mit diesem Wissen können wir zurückgehen zur Plattform, suchen nach dem entsprechenden Währungspaar, wählen die Ablaufzeit 10 Uhr, klicken auf Ab, da die Trendlinie aufwärts verläuft, geben 100 Dollar ein und klicken den Bestätigen-Button und wir sehen die Bestätigungsmeldung. Nun gehen wir zurück zu den Graphen und gehen zum Währungspaar britisches Pfund gegen japanischer Yen und sehen, dass der Graph von diesem Punkt bis hierhin zu diesem Punkt hier oben verläuft. Es geht zwar zwischendurch hoch und runter, aber es ist insgesamt eine aufwärts gerichtete Trendlinie. Wir gehen zurück zur Plattform und wählen das Währungspaar britischer Pfund japanischer Yen aus.
Da die Trendlinie aufwärts verläuft, wählen wir ab, geben $100 ein, klicken Apply und Approve und sind fertig. Zurück bei den Graphen wählen wir nun den australischen Dollar und den Yen. Diese Trendlinie ist auch wieder schön ansteigend. Sie hat einen Höhepunkt, aber das ist okay, es ist ein klarer Trend. Zurück auf der Plattform wählen wir den australischen Dollar und den Yen. Wir klicken auf Ab, geben $100 ein und bestätigen. Nun gehen wir wieder zurück zu den Graphen. Hier sehen wir eine abwärtsgerichtete Trendlinie. Und wie Sie sich denken können, kann man auch bei einer abwärtsgerichteten Trendlinie auf dieselbe Art und Weise Geld verdienen. Es macht eigentlich keinen Unterschied für uns und ich zeige Ihnen jetzt, wie es geht. Sie können hier sehen, dass der Ölpreis gerade eine abwärtsgerichtete Trendlinie aufweist. Der Graph geht von hier zu seinem Höhepunkt und da hinab bis zu seinem Tiefpunkt, der niedriger liegt als der Startpunkt. Also ist die Trendlinie abwärts gerichtet. Also gehen wir zurück zur Plattform, wählen den Bereich Güter und dort das Öl aus, dann wählen wir die Ablaufzeit 10 Uhr. Die Trendlinie geht abwärts, also klicken wir auf Down, geben $100 ein und weisen den Wert zu. Also genauso wie bei aufwärtsgerichteten Trendlinien. Es ist dasselbe Prinzip. Gehen wir nochmal zurück zu den Graphen. Wir haben hier einen weiteren abwärtsgerichteten Trend. Wir können sehen, dass der Graph von Silber bei diesem Punkt beginnt und er dann immer weiter abfällt, so wie wir das beim Öl auch gesehen haben. Also gehen wir zurück zur Plattform. Von den verfügbaren Waren wählen wir Silber. Da der Trend abwärts gerichtet ist, klicken wir auf Down, geben $100 ein und klicken erneut auf die bereits bekannten Buttons, bis wir die Bestätigungsmeldung sehen. Zurück zu den Graphen. Nun machen wir weiter mit dem Währungspaar Euro und Schweizer Franken. Wie wir sehen, weist der Graph hier einen gleichbleibenden Trend auf. Die Entwicklung hier ist gemischt, sodass wir nicht wirklich etwas daraus schließen können. Da es also keine gute Trendlinie ist, lassen wir die Finger davon. Ich vermeide dieses Währungspaar und wende mich lieber anderen zu, die einen eindeutigeren Trend aufweisen. So wie zum Beispiel der Schweizer Franken und der japanische Yen. Hier haben wir wieder eine klare Trendlinie, die hier beginnt und bis zu diesem Punkt hier oben führt. Es ist also eine aufwärtsgerichtete Trendlinie. Wir gehen zurück zur Plattform und suchen nach dem Währungspaar. Und wenn ich mich nicht irre, gibt es dieses Währungspaar nicht auf dieser Plattform. Also habe ich offensichtlich nicht die Möglichkeit, auf dieser Plattform damit einen Trade zu erzeugen. Aber das ist nicht schlimm, denn dies ist ein guter Zeitpunkt, Sie daran zu erinnern, dass es immer wichtig ist, Accounts bei zwei oder drei verschiedenen binären Brokerplattformen zu haben. So können Sie, sollte ein Wert bei einer Plattform fehlen, auf eine der anderen ausweichen. Außerdem steigert es Ihren Gewinn, wenn Sie simultan auf mehreren Plattformen Trades initiieren. Gehen wir zurück zur Plattform, wo wir sehen, dass wir 6 offene Positionen haben. Ich werde jetzt noch eine weitere Position anlegen, diesmal aus dem Bereich Aktien. Ich werde Ihnen nun zeigen, wie Sie Aktien auswählen, indem Sie aus der Liste suchen und Trendlinien identifizieren. Wir haben hier den Bereich Stocks, also Wertpapiere, und wir können hier die Apple-Aktie einsehen. Sie erkennen, dass es keine gute Trendlinie für uns ist, daher werde ich diese Aktie meiden. Stattdessen suche ich nach einer anderen, von der ich bereits weiß, dass sie eine gute Trendlinie aufweist. Das ist die Aktie von Vodafone. Ich gebe Vodafone ins Feld ein und die Suche schlägt mir passende Aktien vor. Ich klicke sie an, worauf ich die Trendlinie sehen kann. Es ist eine sehr schöne abwärtsgerichtete Trendlinie, beginnend an diesem Punkt bis hier unten. Sie sehen, es funktioniert bei Aktien genau wie bei Währungen und Gütern. Es ist also sehr einfach. Wir gehen zurück zur Plattform, wählen die Vodafone-Aktie aus dem Stockbereich aus,
wählen die Ablaufzeit und da die Trendlinie nach unten zeigt, klicken wir auf Down. Dann geben wir $100 ein, weisen den Wert zu und bestätigen die Aktion. Fertig. Wir haben jetzt 7 offene Positionen und sehen hier, dass alle um 10 Uhr ablaufen werden. Ich werde das Ganze jetzt etwas beschleunigen, indem ich das Video etwas vorspule, sodass wir nicht warten müssen. Sobald die Ablaufzeit erreicht wurde, werde ich Ihnen zeigen, wie viel wir gewonnen oder verloren haben. Damit ich das Video passend vorspulen kann, scrolle ich nach oben, um die Anzeige der Uhr zu sehen, und ich spule das Video so vor, dass nur noch 3 Sekunden bleiben. Danach werden Sie sehen, wie viel wir gewonnen oder verloren haben. So, nun laufen unsere Trades in ungefähr 3 Sekunden ab und ich scrolle hinunter, um die abgelaufenen Positionen sehen zu können. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Positionen abgelaufen und wir können uns diese in diesem Bereich hier unten anschauen. Insgesamt haben wir bei 6 von 7 Positionen gewonnen und nur bei einer, nämlich dem Währungspaar britischer Pfund und japanischer Yen, verloren. Es ist sehr wichtig, Sie darauf hinzuweisen, dass es absolut normal ist, dass man mit manchen Positionen auch verliert. Kein Händler der Welt kann nur gewinnen. Das Prinzip dieser Methode ist es, mehr Positionen zu gewinnen als zu verlieren. Also mit diesen 6 gewonnenen Positionen habe ich soeben $593 in weniger als einer Stunde verdient. Bitte merken Sie sich, um erfolgreich zu handeln, nutzen Sie das System bitte nur bei den binären Broker-Plattformen, die am Ende der Seite empfohlen werden.